Liebe Waage, herzlich willkommen. Ich bin Tamara und ich mache hier mal eine Tarotkartenlegung und schaue, was nächste Woche auf dich zukommen wird. Ja, dann beginne ich mal. Und bitte das Universum um eine Botschaft. Das Gericht. Königin der Kelche. Und an der Unterseite des Decks die Hohe Priesterin. Ja, es scheint so, wie wenn dein Gegenüber, eine Person hier, vielleicht in einem Herzschmerz noch ist. Ja, diese Person ist schon daran, sein Herz zu öffnen. Braucht aber wie noch eine gewisse Zeit zu sich zu finden. Also so kommt mir das vor. Diese Person ist wie in einem meditativen Modus irgendwie. Aber du kannst von dieser Person irgendwie etwas mehr spüren. Also das heißt, du wirst von dieser Person du wirst merken, dass diese Person einfach anders ist mit dir. Warum das? Weil diese Person mit einer vergangenen Situation noch irgendwie beschäftigt ist, sehr wahrscheinlich noch Herzschmerz hat oder hatte in den letzten Tagen und sehr wahrscheinlich auch ja, sehr, sehr schwierige Energie eigentlich hatte und diese Person scheint jetzt im Moment ein bisschen so in einem meditativen Modus zu sein. Warum spüre ich das? Weil, schau mal, diese Person, diese Frau hier auf dem Bild, die hat die Augen geschlossen und schaut zum Himmel. Es ist wie wenn diese Person sehnlichst das Universum bittet, die Kraft zu bekommen, sich den Fokus auf etwas Neues zu richten, sehnlich darum bittet, sich um etwas, seine Seele wie etwas Neuem zu richten. Und diese Person ist ja auch mit den Augen geschlossen da, sitzt da. Diese Person ist wirklich bei sich selbst angekommen, also so bei sich selbst angekommen, aber auch sehr tief daran, mit aller Ehrlichkeit die Tiefen des Herzens zu berühren, zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass diese Person wirklich die Essenz in sich selbst erforschen möchte, entdecken möchte, möchte dorthin kommen zu einer tieferen Ebene. Und es kann wirklich sehr gut sein, dass diese Person in diesem Moment ein bisschen auch beschäftigt ist. Und ja, ziemlich irgendwie meditativ ist, vielleicht auf einem Retreat oder so. Fünfter Kelche. Aber auch in einem Modus ist, wo diese Person auch vermisst. Eigentlich vermisst diese Person diese Verbindung. Vermisst eine Verbindung, vielleicht war zwischen euch eine Distanz bis jetzt da, vielleicht war diese Person in einem Modus, wo diese Person vielleicht nicht ehrlich war mit sich selbst, vielleicht hatte diese Person in der Vergangenheit einen Fehler gemacht und hat Schuldgefühle und weiß, dass etwas zwischen euch kaputt gegangen ist, aber diese Person sehnt sich erneut nach diesem Zusammensein mit dir. Und ja, auf jeden Fall. Also, wir haben hier ja ein Pärchen. Also, diese Person bittet vielleicht wie auch um Vergebung. Das kann gut möglich sein, dass diese Person um Vergebung bittet und möchte dir irgendwie zeigen, dass diese Person jetzt mit ehrlichem Herzen auf dich zukommt. Vielleicht war irgendetwas in der Vergangenheit, was
sehr schmerzhaft war zwischen euch. Genau. Schaue ich mal weiter. Bitte für das Gericht eine Karte. Page der Stäbe. Sieben der Münzen. Hoppla, der wollte unbedingt weg. Der Gehängte und Ass der Münzen. Hier habe ich das Gericht und der Hierophant. Also scheint so, ich weiß nicht, wie deine Situation ist, liebe Waage, aber das, was auf dich zukommt, ist, dass diese Person eher wirklich entschlossen auf dich zukommen wird. Hat für sich, hat lange, vielleicht eine längere Zeit für sich hineingeschaut und hat vielleicht war ein Schluss, vielleicht hat diese Person sich von dir distanziert, hat vielleicht Schluss gemacht oder es war ein Problem zwischen euch. Aber diese Person wird nächste Woche anders auf dich zukommen, weil in dieser Person einfach ein Umdenken stattfinden wird. Diese Person wird sich bewusst werden, dass diese Verbindung zwischen dir einfach etwas sehr Stabiles eigentlich war, etwas Wunderschönes, etwas, was wirklich schon eigentlich vom Hören geprägt war. Es ist etwas einfach geschehen hier. Nächste Woche wird diese Person wirklich auf dich zukommen und auch dir sagen wollen, ich möchte an dieser Beziehung arbeiten. Ich möchte mit dir den Weg neu beginnen, möchte eine neue Chance. Also, ja, diese Person bittet dich wahrscheinlich um eine zweite Chance, so kommt mir das vor. Genau, schauen wir so mal, wie deine Seite ist. Sieben der Schwerter, sehr wahrscheinlich bist du es ein bisschen verleidet, die Situation. Du denkst dir vielleicht, ich habe schon so viel hineingegeben in diese Beziehung, in diese Situation, ich mag einfach nicht mehr. Du möchtest dich vielleicht auch aus dem Staub machen, möchtest vielleicht gar nicht mehr hinhören. Das kann gut möglich sein, dass dich diese Situation belastet. Ja, so kommt mir das vor, liebe Waage. Was noch? Der Gehängte auch bei dir. Und der Unterseite des Decks, Ass der Schwerter. Ja, du wirst, sehr wahrscheinlich ist es dir schon klar, was du möchtest. Vielleicht möchtest du kein Zurück mehr, vielleicht kannst du im Moment nicht. Du bist wie auf deiner, du bist einfach noch auf dich fokussiert. Du möchtest hier noch gar nicht irgendwie Ja oder Nein sagen. Ja, du wirst sehr wahrscheinlich noch ein bisschen kalt reagieren. Du brauchst einfach noch Zeit. Die Enttäuschung ist sehr wahrscheinlich ziemlich groß hier gewesen. Was noch? Zwei der Kelche. Page der Kelche. Ja, natürlich, es kann sehr gut möglich sein, dass, okay, du schon weißt, dass diese Verbindung eine
Verbindung ist, die für dich wichtig ist. Da ist tiefe Liebe hineingeflossen. Und es ist auch viel Zeit vergangen und eigentlich möchtest du ja schon eine, du liebst diese Person natürlich schon, aber du kannst noch nicht wirklich glauben, du glaubst es noch nicht richtig. Das ist das auch, so spüre ich die Energie. Ja, warum glaubst du es nicht richtig? Weil es ist vielleicht einfach zu viel passiert. Ich habe hier schon wieder die 7 der Schwerter. Ich glaube, du glaubst es wie nicht. Du glaubst es wie nicht. Du möchtest dich auch... Ich glaube, du möchtest einfach nicht mehr, liebe Waage. Ich habe das Gefühl, du hast auch eine schwierige Zeit. Und du musst das alles noch verarbeiten irgendwie. Also das ist das, was ich irgendwie für dich habe, liebe Waage. Ich habe das Gefühl, dass du dich aus dieser Situation herausschleichen wirst. Du magst nicht mehr. Für dich wird diese Situation belastend sein. Obwohl eigentlich tiefe Liebe da ist, aber... Für dich ist einfach dieser Moment nicht reif, um hier irgendwie etwas einzugehen. Ja, das ist so das, was ich so für dich spüre, liebe Waage. Du wirst hier noch nichts entscheiden. Du wirst noch nicht wirklich im Klaren sein. Du bist vielleicht ein bisschen auf eine... Du bist ein bisschen in einer so, abwehrenden Haltung deinem Gegenüber. Dir ist irgendwie der Blumenstrauß, der diese Person dir bringt, nicht schön genug. Irgendwie so kommt mir das vor. Und du traust hier einfach noch nicht wirklich. Der Situation, ja, also das ist das, was ich so ein bisschen für dich habe. Wir können sonst schauen, was der Ratschlag vom Universum ist. Warum habe ich hier eine Karte? Was macht die da? Ass der Münzen, ja, zweite Chance. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Person einfach eine Chance möchte. Eine zweite Chance, aber du, ich glaube, du wirst, solange du dir das noch nicht im Klaren bist, wirst du noch keine Entscheidung treffen. Ich hätte noch gerne einen Ratschlag, liebes Universum, bitte einen Ratschlag für die Waage. 5 der Münzen. Ja, es ist zwischen euch wie soll ich sagen, eine... es ist einfach eine traurige, ein Bruch, es ist nicht mehr so, wie es einmal war. Und sehr wahrscheinlich fühlst du dich auch nicht wohl in dieser Situation und du brauchst jetzt in diesem Moment die Kraft für dich, liebe Waage. Du musst selbst für dich schauen, du musst dich aufbauen, du brauchst Ruhe, du brauchst diesen Rückzug in diesem Moment. Solange du nicht mehr die Kraft in dir aufgebaut hast, kannst du auch die Tür nicht öffnen. Und der Ratschlag vom Universum ist, schau wirklich jetzt gut auf dich. Die Kräfte, die brauchst du, denn du hast eigentlich eine kreative Seite in dir. Du bist eigentlich ein Mensch, der gern in die Welt geht, offen schaut, was gibt es Neues, offen dich mit allem verbindest. Es ist vielleicht in diesem Moment jetzt nicht angesagt, jetzt die Tür aufzumachen. Der Ratschlag ist, bleib bei dir und schaue gut auf dich. So sehe ich das. Ja, liebe Waage, das ist das, was ich so für dich sehe. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche, eine gemütliche Zeit. Mach es dir gemütlich. Schau gut auf dich und ja, mache dir ein schönes Geschenk. Das gebe ich dir noch mit. Liebe Waage, alles Liebe dir, bis zum nächsten Mal. Tschüss!